jetzt bin ich am Werk. Ich muss ja gestehen, ich kann nicht wirklich kochen. Und ja, ich habe jetzt hier scharfes Messer und eine Gurke und wollte eigentlich mal ausprobieren, so schnell zu schneiden wie der Profi hier. Ich fange mal an, aber irgendwie... Das war ja schon eigentlich falsch. Eigentlich muss man das teilen, oder? Grundsätzlich könnte man es teilen, man kann aber auch ganze Scheiben, aber grundsätzlich hältst du schon die Finger falsch. Oh. Das ist schon mal Nummer eins, dann schneidet man sich vielleicht auch mal in die Finger. Okay. Wichtig ist immer, dass man es ein bisschen krallenförmig, ich zeig's vielleicht einmal. Ja, das wäre besser. Gut, wir machen es immer krallenförmig, die Hand und den Daumen nach hinten. So kann ich immer nur entlang der Finger schneiden und mir kann mir nie die Fingerkuppen abschneiden. Und das ist dann auch immer meine Führung. Und so kann ich halt schneiden und wenn das schnell aussieht, dann sieht das so aus.